Es war noch nie so einfach, Millionär zu werden wie heute, dank Unternehmern wie beispielsweise Elon Musk. Elon Musk, hier, da oben ist er, da ist er, der wahrscheinlich nicht nur reichste Mensch der Welt ist, sondern möglicherweise auch der erste Billionär der Welt. Wollen wir mal schauen, wohin die Reise geht. Momentan scheint mir tatsächlich alles zu gelingen. Ausgegebenen Anlass zu der letzten aktuellen Tesla Rallye ein kleines Meinungsvideo von mir, was für Möglichkeiten sich da alles für uns bieten. Denn nicht nur Elon Musk wird ja immer reicher, sondern auch diejenigen, die in Tesla investieren. Und das ist eine wahnsinnige Errungenschaft, dass es überhaupt möglich ist. Denn Elon Musk wird ja auch als Leonardo da Vinci des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ich weiß nicht, ob er so gut malen kann und bildhauen kann, wie beispielsweise Leonardo damals, als er noch lebte. Aber wenn du während der Renaissance von Genies wie Leonardo da Vinci profitieren wolltest, dann müsstest du eben deinen eigenen Hof haben, beziehungsweise müsstest du ein reicher Fürst sein, König oder Papst, um dann dein verstaubten Militärhaushalt oder dein verstaubtes Militär ein bisschen aufzupolieren oder deine Kathedrale aufzuhübschen oder was weiß ich. Und dem normalen Volk, dem stand sowas ja überhaupt nicht offen. Heute ist es anders. Heute kannst du dich an Elon Musk beziehungsweise an den Unternehmen, die er leitet, nicht allen, aber die börsennotiert sind, wie eben Tesla, mit einem Euro schon beteiligen und das Ganze ohne Provision beziehungsweise ohne Gebühren. Spread, andere Geschichte, aber das ist auf jeden Fall eine große, große Errungenschaft. Und das ist eine Errungenschaft der Moderne oder des modernen Kapitalismus. Das heißt, nicht nur, also Elon Musk schafft Werte. Wer Werte schafft, soll profitieren davon, soll reich werden, gerne auch der reichste Mensch der Welt. Und zusätzlich mit dem Werte schaffen, erzeugt er tolle Produkte, die es so vorher noch nicht gegeben hat, die natürlich ihren Absatz finden. Und er macht noch andere Leute reich, nämlich die, die eben in sein Unternehmen, in Tesla investieren. Und es gibt ja nicht nur Elon Musk, es gibt ja noch zig andere erfolgversprechende Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern. Und dafür ist der Aktienfinder ja da, indem er diese Unternehmen eben sichtbar macht. Große Errungenschaft. Große Chancen, aber diese Chancen muss man eben auch wahrnehmen. Und dazu gehören zwei Dinge, Kapital und Bildung. Und das meistens geht es Hand in Hand. Das heißt, es gibt Menschen, die haben leider weder das eine noch das andere. Wer einen schlecht bezahlten Job hat, wer von der Hand in den Mund lebt, der kann sich halt wenig zurücklegen und der kann halt wenig Kapital aufbauen. Das ist in den heutigen Zeiten fatal. Denn Stichwort Rentenlücke, private Vorsorge, man kommt einfach nicht drum rum. Und das andere ist natürlich die finanzielle Bildung. Das heißt, wer nach wie vor dem Sparbuch die Treue hält, wer sein Geld schleichend entwerten lässt, der hat halt auch schon verloren. Und da muss man halt einiges tun. Und wir versuchen ja auch aufzuklären hier. Dafür gibt es ja die Finanzcommunity, Finanzinfluencer und der Aktienfinder trägt ja auch seines dazu bei, dass es besser wird, auch in Kooperation mit Schulen beispielsweise. Das ist also die Kehrseite, beziehungsweise ist es eine Kehrseite, es sind quasi Chancen, aber die Chancen müssen eben auch wahrgenommen werden. Ein bisschen mehr Eigenverantwortung oder deutlich mehr Eigenverantwortung, als es schon vorher der Fall war. Aber das ist ja was, was sich durch die komplette Moderne zieht. Heute ist ja so auch gar nichts mehr sicher, auch der eigene Job ist ja nicht mehr sicher. Und man muss ständig lernen, also wir sind mehr gefordert, aber wir haben halt auch die Chancen und wenn wir sie wahrnehmen, dann können wir doch einiges draus machen für unser Leben. Das gilt nicht nur fürs Investieren. Und was ich auch noch ganz interessant finde, hat jetzt eher Anekdotencharakter. Wenn man in die klassische Managementliteratur schaut, dann ist Elon Musk kein guter Unternehmer. Das heißt, wenn ihr so Sprüche kennt ihr vielleicht, auch vielleicht von irgendwelchen YouTube-Werbevideos vorher, ein guter Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Elon Musk, der hat doch schon zum Beispiel, als es Model 3 hochlief, im Unternehmen nicht nur gearbeitet, sondern im Unternehmen gepennt im Schlafsack.
Und wenn Elon Musk jetzt mal sagen würde, er würde jetzt mal ein Sabbatical machen, er hat jetzt mal einen Tag keine Lust mehr auf irgendwas, sondern will halt mal irgendwo in Thailand seine Joints rauchen, dann würde der Aktienkurs sicherlich keine Freudensprünge machen, sondern der würde nach unten gehen. Das heißt, Elon Musk ist operativ total wichtig für dieses Unternehmen. Und das ist aber nicht das, was die klassische Managementliteratur von einem guten Unternehmer hält. Da heißt es, ein guter Unternehmer schafft Systeme, und wenn er dann mal weggeht, ein Jahr und wiederkommt, dann läuft das Unternehmen nicht nur immer noch, sondern ist es wertvoller als vorher, dann ist er ein guter Unternehmer. Das ist auch wieder so ein bisschen die Schattenseite von Elon Musk oder die Schwäche an Tesla oder auch SpaceX sicherlich auch, an allem, wo Elon Musk beteiligt ist. Er ist einfach so eine Ausnahmeerscheinung, dass es ohne ihn nicht so gut geht wie mit ihm. Und das ist auch wieder im Prinzip nichts anderes als der Titel Leonardo da Vinci des 21. Jahrhunderts. Er ist halt einfach eine Koryphäe, und wenn er halt nicht da ist, dann fehlt halt was. Kann man eben nicht kompensieren. Und wie gesagt, ist ganz lustig. Deshalb ist er laut der klassischen Managementliteratur kein guter Unternehmer. Da sieht man halt auch mal, dass die klassische Literatur auch irgendwo an ihre Grenzen stößt oder dass diese Lehrmeinungen immer mal auch wieder Ausnahmen haben, die die Regel bestätigen. Ich halte ihn durchaus für einen sehr guten Unternehmer. Und ja, genau. Gut, das waren mal meine 5, 3 Gedanken, wie viel auch immer, zu Tesla. Ich hoffe, es war was Interessantes für dich dabei. Danke fürs Zuschauen, und wenn du da auch eine Meinung hast zum modernen Kapitalismus, zu Elon Musk als Unternehmer, ob er Leonardo da Vinci des 21. Jahrhunderts ist oder nicht, dann schreib es gerne in den Kommentar rein. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.